Wacher. Schneller. Näher dran. Die Nachrichten der Oderwelle. FF24.News. Frankfurt aktuell. Ja, schönen guten Tag von unserer Seite. Hier vorne Stellung bezogen haben Herr Fritze, mittlerweile, glaube ich, gut bekannt, der Präsident des LBGR, Dr. André Pruser, unser Dezernent für Stadtentwicklung und Leiter der Taskforce Selenesee und meine Person René Wilke, OB der Stadt Frankfurt-Oder. Wir hatten gerade ein Vor-Ort-Gespräch mit dem Pächter, mit Herrn Grabo und Teilen seines Teams, mit auch noch Vertreterinnen und weiteren Vertreterinnen des LBGR, mit Kolleginnen und Kollegen der Verwaltung und auch die Landtagsabgeordnete Sarah Damus war mit dabei und haben uns zur aktuellen Lage am Helenesee ausgetauscht, vor allen Dingen von Herrn Fritze ein Update bekommen zum aktuellen Stand, zu den Dingen, die jetzt gelaufen sind und die weiterlaufen werden. Ich will vorab vielleicht sagen, das ist jetzt kein fröhlicher Termin. Es ist auch nicht so, dass hinter uns gleich der Zaun verschwindet und wir ihn öffnen und wir durchlaufen können. Es ist auch nicht so, dass wir irgendwie spektakuläre Dinge jetzt hier zu verkünden haben. Unser Interesse besteht vor allen Dingen darin, das verständliche Interesse ihrerseits, aber auch der Bevölkerung der gesamten Region zu befriedigen, dem nachzukommen und Antworten auf die Fragen zu geben, die wir derzeit geben können. Weil es ist ganz klar, es wird auch wieder wärmer. Der Helenesee ist immer ein Thema in dieser Stadt, aber gerade jetzt ist er natürlich bewegt er besonders viele Menschen und uns auch. Und deswegen haben wir uns gesagt, das ist jetzt an der Zeit, dass auch das LBGR mal wieder sagt, Mensch, wo stehen wir? Denn es gab Gründe, weswegen das LBGR jetzt gerade gearbeitet hat, aber noch keine Ergebnisse verkünden konnte. Dazu sagt Herr Fritze gleich selber etwas. Von städtischer Seite will ich noch mal kurz zur Einordnung, ein bisschen zur Historie in Erinnerung rufen, wie auch immer so gesagt wird, Mensch, es ist doch, man hört verschiedene Dinge jetzt nicht so sehr. Wir haben damals, als die Sperrung vom LBGR vorgenommen wurde, zunächst einmal diese öffentliche Veranstaltung im Kleistforum gemeinsam beschritten, um die Öffentlichkeit ins Bild zu setzen. Wir haben dann verwaltungsseitig diese Taskforce gegründet, die nach wie vor arbeitet und verschiedene Dinge auch angeschoben hat. Zu diesen zählen, dass wir derzeit auch noch weiter in Gesprächen sind zu der Frage, wie wirkt sich die Sperrung aus auf die Frage Erbbaurechtsvertrag. Das ist nochmal ein getrennter Strang, den wir mit Herrn Grabo verhandeln. Wir haben uns sehr dafür eingesetzt, es war am Anfang ja nicht so klar, dass hier weiter Veranstaltungen stattfinden können. Wir wollen auch heute hier diese Pressekonferenz nutzen, um zu betonen, die Wasserfläche ist gesperrt, das Areal hier ist nicht gesperrt. Wir wünschen uns auch gemeinsam, ich kann auch im Namen von Daniel Grabo sprechen, dass wir nicht mehr so sehr davon sprechen, der Helenesee ist zu, sondern dass man dieses Areal sehr wohl nutzen kann, hierher kommen kann, Gastronomie nutzen kann, Veranstaltungen auch nutzen kann und dass wir das auch eben deutlich machen, weil es ist schon schwer genug für diejenigen, die hier tätig sind und wir sollten es ihnen nicht noch schwerer machen. Es gab dann einige Durchbrüche, vor allen Dingen bei der Finanzierung, das war am Anfang ja auch alles andere als leicht, das Geld überhaupt zu bekommen, um die Maßnahmen, die jetzt hier finanziert wurden, landesseitig auch zu bekommen. Danke nochmal und die Unterstützung, die wir da noch von unseren Landtagsabgeordneten dazu bekommen haben. Wir haben den Landtagsabgeordneten, Bundestagsabgeordneten nach Frankfurt-Oder geholt, um auf dieses Thema aufmerksam zu machen und da Unterstützung zu holen. Wir haben mittlerweile den Beschluss der Landesregierung, dass der Helenesee eins der Schlüsselvorhaben ist. Über das Projekt Regionale haben wir das mit einbringen können. Da wirkt genauso wie den Schulterschluss der Region mit den Ämtern Brisgau-Finkenherd, der Stadt Eisenhüttenstadt und den umliegenden Gemeinden und Ämtern, die sich ebenfalls unseren Initiativen hier angeschlossen haben. Dann haben wir in den vergangenen Wochen vor allen Dingen im Hintergrund viel Gespräche geführt und abgedatet. Das LBGR hat informiert über die Bohrungen, die hier stattfinden. Und André Pruser und ich haben Gespräche mit der LMBV geführt, mit dem Blick nach vorne, also den nächsten Schritt. Wie geht es denn weiter, wenn dann die Bohrergebnisse da sind, wenn Sanierungsfragen anstehen mit der Finanzierung? Und haben da auch erste vorsichtige, positive Signale vernommen, dass wir da auf einem guten Pfad sind. So vorsichtig will ich es jetzt hier erstmal formulieren. Das alles und einiges mehr ist in den vergangenen Wochen und Monaten vor allen Dingen auch im Hintergrund passiert. Und uns war es heute auch ein Anliegen, nochmal bestimmte Dinge auch hier kenntlich zu machen, damit nicht der falsche Eindruck entsteht, dass der Helenesee irgendwie in Vergessenheit geraten ist. Er ist für uns eines der größten, bedeutendsten Probleme, die wir in der Region haben. Er fehlt uns allen sehr und er ist auch wirtschaftlich für uns ein großer Faktor, der momentan eben nicht so genutzt werden kann, wie wir es eigentlich wollen und uns wünschen und wie es sein sollte. Ja, das zum Anlass zu dem Pressegespräch. Die wird jetzt
bitten, dass Herr Fritze was sagt zum aktuellen Stand aus Sicht des LWGR. Was ist in den vergangenen Wochen passiert? Wie geht es jetzt weiter? Wir haben ein paar Termine vereinbart im Blick auf die nächsten Monate, wo auch das LWGR tätig sein wird und auch der Öffentlichkeit Ergebnisse präsentieren wird. Aber das sagt Herr Fritze jetzt gleich selber. Bitte. Welches Mikrofon? Der Oberbürgermeister hat ja schon gesagt, wir haben die letzten Wochen und Monate natürlich vor uns hingearbeitet. Es hat sicherlich der eine oder andere hier am Helene See die Bohrarbeiten registriert oder wahrgenommen. Die Bohrarbeiten sind jetzt abgeschlossen. Wir haben also in Summe insgesamt 30 Bohrungen mit einer Tiefe zwischen 40 und 45 Meter runtergebracht. Es ist uns jetzt auch mit dem Bohrunternehmen, was wir dann im zweiten Anlauf binden konnten für diese Bohrleistungen, gelungen, ordentliche Qualität bei den Probengewinnungen zu erreichen. So, die Proben sind jetzt im Erdbaulabor. Es wird jetzt im Prinzip die Auswertung dieser ganzen Bodenproben stattfinden. Und wir haben uns auch mit dem Oberbürgermeister darauf verständigt, dass wir am 18.09. richtig, am 18.09. dann nochmal ins Gleisforum kommen und dort zumindest über den bis dahin erreichten Stand der Auswertung und der Ergebnisse sprechen können. Es wird wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt eine abschließende Standsicherheitsbegutachtung nicht vorhanden sein. Aber ich gehe mal davon aus, dass man zumindest die Auswertung vom geologischen Modell erklären kann und die eine oder andere Geschichte schon als Ausblick formulieren kann, wie sich es wird darstellen. Ich sag mal, das kriegen wir hin. Ansonsten ist der Abschluss der Standsicherheitsgutachten Ende 23, Anfang 24 zu erwarten und dann können wir auch, hoffen wir, noch mit uns, also von unserer Seite her als LBGR, in die Sanierungsplanung übergehen. Aber aus jetziger Sicht können Sie noch nicht klar sagen oder annähernd sagen, ob es vielleicht zu einer Teilöffnung kommen könnte. Ich kann Ihnen aus jetziger Sicht sagen, dass aufgrund der Gegebenheiten, die zur Sperrung geführt haben, die nach wie vor vorhanden sind, also die ganzen weichen, setzungsfließgefährdeten, instabilen Bereiche im gesamten Uferbereich hier der Strandanlage ja nach wie vor vorhanden sind. Und deshalb ist im Moment über eine Freigabe von Teilbereichen nicht zu reden. Bevor wir jetzt in ein Interviewformat gehen, würde ich vorschlagen, haben Sie alles gesagt, was Sie jetzt im Erstaufschlag sagen wollten? Genau. Dann wird Herr Dr. Buser noch ein bisschen einordnen, wie es jetzt etappenweise weitergeht. Genau, vielleicht mal zur Ausgangslage noch mal kurz zurück, damit das klar ist. Wir haben ja am Anfang am See die Situation gehabt, dass wir erstmal nur eine Sperrung hatten, also eine Ordnungsverfügung. Dann war für uns als erste Aufgabe in der Taskforce mal klar zu kriegen, wir sind eigentlich jetzt die Spieler am Tisch. Das eine ist ja sozusagen, man darf nicht mehr an den See. Und das zweite ist, wer kümmert sich um die Frage, wie geht es mit dem See weiter? Jetzt sind wir an einem Stand, wo wir jedenfalls klar benennen können, wer die Spieler sind. Es gibt eine politische Öffentlichkeit, die sich darum kümmert. Es gibt das LBGR und es gibt das LMWV. Und wir wissen auch, wohin sich diese Frage der Sanierung kanalisiert, nämlich in einen Paragraphen, den ich hier gar nicht nennen brauche. Jedenfalls eine, vermutlich eine Einigung darauf, dass man gemeinsam halbe Last Land, halbe Land Bund sich hier bewegt. Das ist mal der erste Teil. Der zweite Teil ist der, dass wir jetzt am 18.09. dann hoffentlich die labortechnische Auswertung der Bohrergebnisse haben und dass wir bis erste Quartal 24 dann die Standsicherheitsnachweise hier haben. Und dann ist unser Ansatz der, wir haben immer so den Fokus 26. 26 ist aber jetzt nicht die Endzahl einer Sanierung, sondern 26 ist das, was wir anstreben, weil wir auch sagen, und da ist das LBGR an unserer Seite, sagen, es muss gelingen, aus dem Standsicherheitsnachweisgutachten Bereiche zu identifizieren, die schneller saniert werden können als andere. Und genau so wollen wir einsteigen. Das heißt, möglicherweise, wenn alles gut geht, gibt es Bereiche, die früher fertig sind, und zwar sehr zeitnah nach 24, nach dem Standsicherheitsgutachten, und dann andere, die aufwendiger zu sanieren sind, dann später. Das ist der Block, der am See läuft. Und dann gibt es einen zweiten Block, den wir mit Herrn Grabo betreiben, nämlich die Frage, wie geht es in der zweiten Reihe weiter? Wir wollen weiterhin an Themen bleiben, die in der zweiten Reihe Aktivitäten entfalten, nämlich zum Beispiel informieren über die Bauarbeiten und über die Fortschritte, die hier funktionieren, und weiterhin durch touristische Attraktionen dafür sorgen, dass man weiter hierher kommt, weil der See ist gesperrt, aber das Umland nicht. Soweit ist es. Vielleicht noch die Frage der... Achso, ja. Es gibt eine Idee, die Herr Grabo mit uns seit jetzt einem Jahr intensiv bearbeitet. Das ist geboren aus der Idee, kann man Abschnitte schon früher freigeben?
Und zwar haben wir heute verabredet, dass wir nochmal intensiv die Fragestellung prüfen, ob wir mit Pontons übers Wasser können, also ans Wasser, über die gefährdeten Bereiche. Das hat natürlich erstmal den Charme, dass Wasser überhaupt wieder erlebbar ist, hat den Charme, dass wir das Thema solange Sanierungsplanung und so weiter laufen, dass man diese Zeit überbrückt. Und hätte auch den Charme, dass wir sozusagen mit dem Wasser wieder werben können. Das ist jetzt in der Prüfung. Wir geben die Unterlagen, die wir dazu erarbeitet haben, jetzt im LWGR und hoffen da auf eine positive Reaktion, sodass wir da wenigstens einen kleinen Bypass zum Wasser ermöglichen können. Fairerweise muss man sagen, dass die Zeichen des LWGR schon auch noch waren, dass da einige Hürden sind, auch einige fachliche Bedenken und Fragezeichen, aber die Prüfung wird mitgenommen. Vielleicht machen wir noch das Thema Viewpoint und Infotafeln, weil das ja auch so ein bisschen rumwabert. Zu den Infotafeln gab es heute hier ein klares Bekenntnis vom LWGR, da weiter Transparenz reinzubringen und so eine Tafeln auch hier gemeinsam mit Herrn Grabo an geeigneten Orten aufzustellen, wo man dann Einblicke bekommt in den Stand der Dinge und wie es weitergeht. Was den Viewpoint angeht, haben wir uns heute, auch weil wir gemerkt haben, das Thema kam irgendwie ein bisschen schräg an in der Bevölkerung, auch nochmal verständigt. Nochmal zum Ausgangspunkt, die Idee der Akteure war eigentlich, und da war, ist Daniel Grabo auch mit an Bord, dafür zu sorgen, dass wenn es hier zu kleineren, größeren, mittleren Sanierungen kommt, dass dieser Prozess begleitet werden kann, dass das Thema Helene-See im Fokus bleibt, dass es ein Anziehungspunkt geschaffen wird, der danach auch noch weiter nutzbar ist und dass man damit eben ja auch ein Stück weitere Öffentlichkeit organisiert. Bei der Bevölkerung ist, glaube ich, in Teilen angekommen, jetzt wissen wir noch nicht, wie es mit der Sanierung weitergeht, aber wir machen schon mal irgendwie einen Viewpoint. Das ist mitnichten der Fall, das haben wir heute auch nochmal festgehalten, dass das ein Schritt ist, der gegebenenfalls kommt, wenn erstens eine Finanzierung sich auftut, die nicht in Konkurrenz zu der Finanzierung See und Sanierung steht, also ein anderer Topf, der auch nicht dafür verwendet werden könnte und zweitens erst eine Rolle spielen kann, wenn Klarheit dazu besteht, wie der Sanierungsprozess läuft und dass klar ist, es gibt hier einen Ausblick auch in die Zukunft für den See, den man dann auch mit dem Ausblick von so einem Turm aus begleiten kann. Ja, diese Verabredung haben wir heute auch irgendwann getroffen. Ja, soweit, glaube ich, die wesentlichsten Punkte zum Einstieg und Sie haben garantiert einige Fragen mitgebracht. Wacher, schneller, näher dran. Die Nachrichten der Oderwelle. FF24.News. Frankfurt aktuell.